Ja, hallo zusammen. Jetzt haben wir ja die implizit definierten Funktionen und deren Ableitungen kennengelernt und jetzt gucken wir uns dafür mal in diesem und im folgenden Video ein ökonomisches Beispiel an. Und zwar nehmen wir jetzt mal wieder Y ist ein G von K und L, also das Volkseinkommen ist eine Funktion von K und L, also wieder so eine gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion und wir wollen eine Isoquante zum Produktionsniveau ja, bisher haben wir es immer C genannt, nennen wir es hier jetzt mal Y0. Ja, und dann haben wir ja hier als Gleichung stehen, die Produktionsfunktion G von K und L ist gleich Y0. Ja, nehmen wir da mal eine konkrete Funktion, zum Beispiel die Cobb-Douglas-Funktion, die wir ja schon kennengelernt haben. Also das ist dann zum Beispiel wieder eine Cobb-Douglas-Funktion. Da hatten wir ja C mal K hoch Alpha mal L hoch Beta und das C und das Alpha und das Beta, das sind alles Zahlen, die größer als 0 sind. Ja, und dann sieht unsere Gleichung für die Isoquante doch so aus. C mal K hoch Alpha mal L hoch Beta ist gleich Y0. Und durch diese Gleichung soll doch eine Funktion implizit definiert sein, zum Beispiel L ist gleich eine Funktion von K. Oder natürlich K ist eine Funktion von L, nehmen wir jetzt hier mal L ist eine Funktion von K. Und das können wir jetzt hier sogar, weil das Beispiel so einfach ist, können wir das jetzt sogar explizit hinschreiben. Also, was ist diese Funktion f von K? Wenn wir jetzt die Gleichung nach L auflösen, bekommen wir die doch. Und das funktioniert hier sogar. Wir können nämlich durch C, das ist ja eine positive Konstante, und durch K, das Kapital ist natürlich auch größer als 0, können wir teilen. Dann haben wir da C mal K hoch Alpha im Nenner stehen. Und dann brauchen wir ja nur noch hoch 1 durch Beta auf beiden Seiten zu rechnen und kriegen raus, dass L gleich Y0 durch C mal K hoch Alpha und das Ganze hoch 1 durch Beta ist. Also, wir haben es geschafft. L ist eine Funktion von K und zwar ist das die Funktion Y0 geteilt durch C mal K hoch Alpha und das Ganze hoch 1 durch Beta genommen. Also in dem Beispiel war jetzt unsere Produktionsfunktion so einfach, dass wir diese implizit durch diese Quante definierte Funktion explizit hinschreiben konnten. Trotzdem werden wir jetzt im folgenden Video sehen, dass wenn wir das nicht machen, die so explizit hinschreiben und die explizit hingeschriebene Funktion nach k ableiten, sondern über den Satz von der Ableitung einer implizit definierten Funktion die Ableitung ausrechnen, dass wir dann zu einem schönen Zusammenhang kommen und den bekommen wir jetzt nicht, wenn wir das uns auf diese Weise angucken. Das werden wir uns dann im nächsten Video ansehen. Also manchmal bringt uns sogar der Satz über die Ableitung einer implizit definierten Funktion was, obwohl wir ihn eigentlich ja gar nicht bräuchten, weil wir ja eigentlich mit dieser Funktion weiterrechnen könnten. Die können wir ja ganz normal nach dem k ableiten. Ja, und das sehen wir uns im nächsten Video an, wenn wir die Grenzrate der Substitution kennenlernen werden. Bis bald!